Ein Schalker wird Schalker. So betitelten wir die Ankunft von Steven Skripski bei den Königsblauen. Stevie ist Fan und für ihn ging mit diesem Vertrag ein Traum in Erfüllung. Ein kleiner Junge für immer Königsblau. Es war damals wirklich meinen Eltern, wo wir zusammen Fußballspiel geguckt haben, wo dann Schalke verloren hatte. Und seitdem habe ich irgendwie gesagt, irgendwie hat der Verein was Magisches für mich ausgestrahlt und habe alles dafür gegeben, irgendwann mal hier zu sein. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass es dann auch geklappt hat. War das schon immer wieder ein Ziel und ein Traum von dir, hier zu spielen? Ja, das war der Grund, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass es geklappt hat. Und dann erfüllt sich auch noch der Traum eines jeden Profifußballers. In seinem Heimspiel gegen Nürnberg erzielte er 2 Tore. Und irgendwie wirkte Stevie ein wenig ungläubig und fast schon zurückhaltend. Man überlegte dann, was man vielleicht im Falle eines Tores macht. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es halt nur der Überschwung der Gefühle. Und in dem Moment war ich einfach stolz, dass ich ein Tor gemacht habe, dann auch vor der Kurve. Das war mit das Größte, was man sich vor dem Spiel hätte vorstellen können. Und deshalb war ich auch ein bisschen perplex, sagen wir es mal so. Das wird er hoffentlich auch in seinem ersten Derby. Dieses Mal nicht nur als Fan, sondern auch als Spieler. Für Steven erfüllt sich damit ein besonderer Traum. Das ist absolut überwältigend. Ich freue mich, vom ersten Tag an wusste ich, dass das Duell ja irgendwann kommen wird. Man versucht es immer ein Stück weit auszublenden, aber je näher es kommt, vor allem jetzt, wenn es dann kurz davor ist, dann ist man schon ein Stück weit aufgeregt. Aber eher positiv, als es dann in extremer negativer Form auswirkt. Und deshalb, man merkt halt auch von den Mitspielern schnell, was für eine Bedeutung es hat. Das wusste ich auch vorher, aber man merkt dann auch, was es jetzt in der Mannschaft auswirkt. Und deshalb freue ich mich einfach unglaublich auf das Spiel.